Exus Hirsche. Autor Seltsam Genzi. Die Filmbilder hat der Autor Seltsam Genzi selbst in Bangladesch gedreht. Die Exus Hirsche, Exus, sind eine Gattung in Süd- und Südostasien lebende Hirsche, Cervidae. Es werden vier Arten unterschieden. Untergattung Exus. Exus Hirsch, Exus Exus. Untergattung Helaphus. Schweinshirsch, Exus Porcinus. Bavianhirsch, Exus Coolii. Kalamianhirsch, Exus Kalamianensis. Das Fell aller vier Arten ist überwiegend braun gefärbt, kennzeichnend ist der eher buschige Schwanz mit der weißen Unterseite. Das Geweih, das wie bei fast allen Hirscharten nur die Männchen tragen, hat jeweils drei Enden pro Stange. Während der Exushirsch zeitlebens ein auffälliges Fleckenkleid trägt und schlank gebaut ist, sind die übrigen drei Arten stämmiger gebaut und die Fleckenzeichnung ist unauffälliger oder fehlt ganz. Diese Tiere erreichen Kopfrumpflängen von 100 bis 175 cm, eine Schulterhöhe von 60 bis 100 cm und ein Gewicht von 27 bis 110 kg. Ihre Heimat ist Süd- und Südostasien, wobei der Bavian- und der Kalamianhirsch jeweils nur auf kleinen Inseln endemisch sind. Manchmal werden diese beiden Arten lediglich als verwilderte Schweinshirschpopulationen betrachtet, meist jedoch als eigenständige Arten anerkannt. Exushirsche. Autor Seltsam Genzi. Die Filmbilder hat der Autor Seltsam Genzi selbst in Bangladesch gedreht. Die Exushirsche, Exus, sind eine Gattung in Süd- und Südostasien lebende Hirsche, Cervidae. Es werden vier Arten unterschieden. Untergattung Exus. Exus Hirsch, Exus Exus. Untergattung Helaphus. Schweinshirsch, Exus Porcinus. Bavianhirsch, Exus Coolii. Kalamianhirsch, Exus Kalamianensis. Das Fell aller vier Arten ist überwiegend braun gefärbt, kennzeichnend ist der eher buschige Schwanz mit der weißen Unterseite. Das Geweih, das wie bei fast allen Hirscharten nur die Männchen tragen, hat jeweils drei Enden pro Stange. Während der Exushirsch zeitlebens ein auffälliges Fleckenkleid trägt und schlank gebaut ist, sind die übrigen drei Arten stämmiger gebaut und die Fleckenzeichnung ist unauffälliger oder fehlt ganz. Diese Tiere erreichen Kopfrumpflängen von 100 bis 175 cm, eine Schulterhöhe von 60 bis 100 cm und ein Gewicht von 27 bis 110 kg. Ihre Heimat ist Süd- und Südostasien, wobei der Bavian- und der Kalamianhirsch jeweils nur auf kleinen Inseln endemisch sind. Manchmal werden diese beiden Arten lediglich als verwilderte Schweinshirschpopulationen betrachtet, meist jedoch als eigenständige Arten anerkannt.